Meine Damen und Herren, vor mir liegt die weltberühmte Himmelsscheibe von Nebra. Zweifellos das wichtigste Stück, das das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle beherbergt. Ich möchte Ihnen in einigen Folgen die Himmelsscheibe erläutern, ganz einfach deshalb, weil das in einer einzigen Folge nicht möglich wäre. Zu viel Informationen versammeln sich auf der Himmelsscheibe von Nebra. Die Geschichte der Entdeckung, die Geschichte der Erforschung ist zu komplex, um es in 2 oder 5 Minuten zu packen. Meine Damen und Herren, die Himmelsscheibe von Nebra ist zuallererst wunderschön. Sie ist ein fantastisches Kunstwerk, ohne dass ihre Verfertiger wahrscheinlich beabsichtigt hätten, dass es ein Kunstwerk wird. Denn die erste Himmelsscheibe war sozusagen fürs Verborgene, fürs Geheime gemacht. Ein Memogramm eines ungeheuren, exklusiven Wissens. Die Himmelsscheibe von Nebra ist etwa 3800 Jahre alt und vor etwa 3600 Jahren deponiert worden. Sie wurde von Raubgräbern entdeckt. Sie wurde dann sichergestellt und sie befindet sich seit 2002 im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. All das will ich Ihnen erzählen. Vor allem will ich aber Ihnen erklären, warum eine so eigentlich unscheinbare, zwar schöne, aber eigentlich unscheinbare Bronzeplatte so viele Menschen in Aufregung versetzt und warum sie so bedeutend ist. Und das liegt nicht an ihrem Materialwert, das liegt nicht am Gold, das liegt allein an dem Wissen, das sie verbirgt, an dem Einblick durch ein Schlüsselloch gleichsam in die vorgeschichtliche Welt der Bronzezeit. Die Himmelsscheibe ermöglicht uns etwas, was wir normalerweise nicht haben. Wir können nicht in die Gedanken der Menschen vor 3000 Jahren schauen. Wir wissen nicht, was für ein Weltbild sie hatten, welche Philosophien sie hatten, worüber sie diskutierten. Wir fassen meist ihre materiellen Gegenstände. Wir wissen, was sie gegessen haben, wo sie wohnten. Wir können vielleicht die Bewegungen nachvollziehen, aber die Gedanken kennen wir nicht, weil wir die Schrift in dieser Zeit nicht haben. Das ist genauso, wie wir die Musik der Vorgeschichte nicht kennen, weil man die Notation mit Tönen nicht hatte und sich Töne nicht speichern ließen. Hier haben wir einen Wissensspeicher vor uns, einen Wissensspeicher, der ganz exzellent ist, und zwar deshalb, weil er doch eine Art Schrift beinhaltet, eine symbolische Darstellung, die scheinbar ganz einfach ist und doch sehr rätselhaft, die für die Forscher sehr schwer zu erforschen war und deren Erforschung bis heute anhält. Das Bildprogramm ist verrätselt, sicherlich nicht im Letzten geklärt. Wir haben aber eine solide Standardhypothese mit vielen Kollegen in der Wissenschaft entwickelt, die weitgehend akzeptiert und anerkannt ist. Und jetzt fragt man sich, was kann denn da so schwer sein, was kann so kompliziert sein? Offenbar ist es ein einfaches Himmelsbild. Offenbar gibt es Mond und Vollmond oder Mond und Sonne. Und hier wird es schon schwierig, denn Mond und Vollmond stehen ja nicht gemeinsam am Himmel. Offenbar gibt es einen Sternenhimmel, aber hier ballen sich so merkwürdigerweise 7 Sterne. Hier handelt es sich um das einzige Sternbild, nämlich das Sternbild sozusagen der Plejaden. Der Rest der Sterne verteilt sich statistisch vollkommen homogen, sodass man ein gleichmäßiges Bild der Sterne hat, das sozusagen den Himmel bevölkert. Man wollte also den Fokus und den Blick auf die wichtige Konstellation Plejaden-Sichelmond und den Verhältnis Plejaden-Sichelmond-Vollmond oder Sonne legen. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass es verschieden große Radien gibt, die im Verhältnis zueinander stehen, also verschiedene Kreiskonstruktionen. Das ist zwar erfasst, aber noch nicht in seiner Bedeutung letzten Endes geklärt. Die Himmelsscheibe selbst ist ziemlich schwer. Sie sehen, es strengt mich an, die zu halten. Als ich sie zuerst auf einem Foto sah, dachte ich, naja, das ist ein dünnes Blech, aber sie ist ein ganz massiver, schwerer Gegenstand von etwa 2,3 Kilo Gewicht, etwas mehr als 30 Zentimeter Durchmesser. Und sie ist außen dünn und innen dick, weil sie ausgeschmiedet wurde. Sie wurde nicht gegossen, sie wurde aus einem Fladen, aus einem Gussfladen gehämmert und sie ist außen dünner. Sie sehen, dass die Himmelsscheibe außen gelocht ist. Sie hat hier seinen Horizontbogen, hier ist ein Horizontbogen abgefallen. Hier unten ist auch noch ein Bogen, der so bananenförmig aussieht. All das sind spätere Zutaten. Das bedeutet, die Himmelsscheibe wurde mehrfach verändert.
warum die Himmelsscheibe verändert wurde, was das Bildprogramm bedeutet, wo das Bildprogramm möglicherweise herkommt, wer es erfunden hat, wer der Schöpfer war, in welche soziale Milieu die Himmelsscheibe zu stellen ist. All das werden wir in den nächsten Folgen erläutern.